Natürlich ein richtig guter Song, also von daher Musik ab. Blau, 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 Blüdenzia. Hallo Leute, willkommen zur dritten Runde der Riff Challenge. Heute bin ich dran. Ne? Die Regeln sind ja jetzt mittlerweile soweit bekannt. Der Dennis, der will nicht so viel schneiden, deswegen werde ich jetzt nicht weiter reden und ausschweifen, sondern kommen wir gleich zum Thema. Genau, wir haben uns Gedanken gemacht, was kann er nicht? Und sind dann zu einem ganz besonderen Entschluss gekommen. Denn die meisten haben ja hier eine Aufgabe gekriegt von Sachen, die sie nicht können. Beim Danilo haben wir seine Fähigkeiten sogar ja, mit in die Waagschale geworfen. Etwas, wo er vielleicht Spaß dran haben kann. Und wir wollten den Brückenschlag schaffen zur Weihnachtszeit. Oh mein Gott. Genau, als Gewinner der Riff Koch Challenge darfst du uns jetzt einen großen Keks backen. Und zwar genau in dieser Form und in dieser Größe und in dieser Farbe. Das Riffler-Logo als Keks. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Vom Backen habe ich halt absolut keinen Plan. Aber meine Schwester, die kann richtig gut backen, deswegen werde ich die jetzt mal anrufen. Wie backe ich einen Keks? Also ich brauche auf jeden Fall einen Mürbeteig. Wo kriege ich einen Mürbeteig her? Entweder backst du selber oder du kaufst den Teig. Ich kaufe den Teig. Wie mal schnell das Riffler-Logo aufgezeichnet. Jetzt werde ich das Ganze mal schnell ausschneiden. Dazu gehört natürlich ein richtig guter Song. Also von daher, Musik ab. Blau, 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 Blüdenzie. So, ich bin fertig. Ich habe es ausgeschnitten. Das wird jetzt meine Vorlage sein für meinen Teig. Zu meinem Glück gibt es Mürbeteig zu kaufen. Fertigen Mürbeteig, die muss ich nur noch ausrollen, meine Schablonen drauflegen und ausschneiden. Es wurde ja nie gesagt, dass ich den selber anrühren muss. Es wurde nur gesagt, es muss Mürbeteig sein. Und los geht's. Ich weiß nicht, ob die sich das so genau überlegt haben, was sie mir für eine Aufgabe geben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach. Die verfressene Bande will bloß, dass ich den mal Kekse backe. Das nenne ich Kunst. Das geht jetzt in den Ofen für 10 Minuten. Und dann ist das lecker. So, der Keks ist fertig gebacken, wie ihr seht. Riffler. Da ist die gute Glasur. Eine gute Glasur. Hier noch unser Pulver zum Einfärben. Ein Grün, ne? Riffler Grün. Und dann mal gucken, ob das was wird. 75 Gramm Puderzucker. Sieht eher aus wie was anderes. Nein! Nein! Ist ja doch nett gebrochen, der Keks. Scheiße. So, ich würde sagen, Aufgabe bestanden. Der wohl schönste Riffler-Logo-Keks, den man überhaupt gesehen hat. Mal gucken, was die Jungs nachher sagen, ne? So, jetzt hat der Danilo seinen großartigen Keks mitgebracht. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber wir sehen hier, dass ich schon so grün in Form des Logos irgendwas durchsuppt. Ich lüfte mal so, dass es beim Lüften was kaputt geht. Warte. Jetzt so, dass du so, was wir hier nicht, ne? Geh noch ein Stück zur Seite, damit das aus all seiner Pracht auch hier rein. No. Und. Bitte töte mich. Naja, okay, ja. Schön ist er nicht. Ja, kannst du immer noch ein bisschen außer der Form gewagt. Ich sag mal, das ist der kleine hässliche Bruder. Hey, komm. Eigentlich die Buchstaben finde ich aber. Ja, die sind Buchstaben sind ziemlich ja, cool. Die waren auch das leichte irgendwie. Das leichte Übel, sag ich mal. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier? Ja, da hat sich der Keks ein bisschen verformt. beim Backen. Das geht jetzt in den Ofen. Ja, wenn man sich das anhört und dann das Original dazu, na, das ist aber schon. Also. Ich werde es was essen. Ich werde es wagen. Ich werde ein Stück A nehmen. Ah. Ich kaufe ein A. Ah. Ich nehme A. Also es hört sich schon mal gut an. Ja. Weihnachtlich. Kommt schon Weihnachtsstimmung. Man muss jetzt sagen, ich bin recht verschnupft, deswegen schmecke ich ihn überhaupt nicht. Aber ich würde sagen, er könnte ein bisschen dicker sein, ja. Aber ansonsten ist das schon okay.
Umsonst ist umsonst, ne? Was man hat, ne, was man kriegt, ne? Man nimmt, was man kriegt. So ist das korrekte Sprichwort. Man kriegt, was man hat. Oh, hau gong. Nanu? Man darf ihn nicht krümmeln, weil wir keinen Staubsauger besitzen. Ach ja. Auch wenn der Grünton mir jetzt nicht zusagt, ja, der ist auf jeden Fall nicht originalgetreu, Leute. Würfler grün? Würfler grün? Nee, ich würde sagen, kann man so durchgehen lassen. Würde ich als bestanden durchwerten. Auf jeden Fall. Natürlich, auf jeden Fall. Na klar, ist bestanden, also natürlich. Perfekt, einfach nur. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Nico, aus welchem Film stammt dieses Filmzitat? Ich bin schon durch, Leute. Ich habe meinen Soll erfüllt. Wenn ihr es wisst, schreibt's in die Comments. Und du, Robert, du darfst dir eine von uns auserwählte Auswahl an viralen Videos reinziehen, sie nach Möglichkeit auswendig lernen, um sie dann für uns hier zu synchronisieren. Sprich, du bist für die Vertonung verantwortlich, inklusive Soundeffekten.